Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Anne Jung, ich leite die Öffentlichkeitsabteilung von Medico International und freue mich sehr, Ihnen Thomas Gebauer, unseren nächsten Referenten, vorzustellen. Thomas Gebauer ist Psychologe und er war 40 Jahre lang bei Medico International und die überwiegende Zeit davon der Geschäftsführer. Vor 2 Jahren dann ist er Sprecher geworden der Stiftung von Medico International und seit wenigen Tagen ist er in Rente und wird in den nächsten Jahren ehrenamtlich bei Medico tätig sein in dem Kuratorium der Stiftung von Medico. Der Grund, warum ich ihn ein ganz klein bisschen ausführlicher vorstelle, ist der, dass wir eigentlich, als wir vor 1,5 Jahren diese Konferenz geplant hatten, eine große Party geplant hatten, nämlich gestern Abend, um ihn zu verabschieden. Und das ist jetzt wegen Corona alles ausgefallen und muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ich denke aber, dass es gut ist, noch mal ganz kurz auf sein Wirken zurückzublicken, weil das unmittelbar korreliert mit dem, was wir hier bei dieser Konferenz machen. Nicht alle werden ihn kennen, aber aus meiner Sicht ist es gut, ihn zu kennen, weil es doch viele Dinge gibt, die auch in die Zukunft übertragen werden können. Thomas hat sehr mutig vor ungefähr 12 Jahren die erste Konferenz maßgeblich geplant und organisiert, wo wir uns das erste Mal kritisch mit dem Hilfsdiskurs auseinandergesetzt haben, mit der Macht und der Ohnmacht der Hilfe. Das war zu einer Zeit, als Hilfe allgemein als immer gut und richtig galt. Und das war ein Wagnis, sich das zu trauen, die eigene Arbeit so in Frage zu stellen. Und dieser Mut, der ihn auszeichnet, ist für die Rekonstruktion der Welt ein ganz wesentliches Moment, das in ihm zu Hause ist und das auch in anderen Momenten spürbar geworden ist. Ein weiteres Beispiel ist die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen, die er mitgegründet hat gegen alle Widerstände. Alle haben ihm abgeraten und haben gesagt, der Gegner ist zu mächtig, das Vorhaben zu gewagt. Und er hat daran dennoch über viele Jahre festgehalten, mit dem Ergebnis, dass Landminen heute verboten sind und völkerrechtlich geächtet werden. Darin beschreibt sich zugleich auch ein Raum des kritischen Denkens, der darin spürbar geworden ist und den er immer verteidigt hat, auch in einer Zeit, als das Dogma von Margaret Thatcher, there is no alternative, allmächtig schien und wo keine Freiräume mehr erkennbar waren für ein kritisches Denken. Und das in so einer politischen Phase zu erhalten, ist auch der Kern von einem revolutionären Denken, dass wir uns unbedingt alle zu eigen machen müssen und dass es unbedingt zu verteidigen gilt. Für die nächsten Jahre wird Thomas weiter den utopischen Raum hier im Medico-Haus bestreiten und organisieren. Und wir hoffen, dass auch diese Konferenz ein Startpunkt war, auch diese Debatten um das utopische Denken, auch transnational zu denken und diesen Raum zu öffnen, auch in der Weise, wie wir das in den letzten 3 Tagen auf dieser Konferenz gemacht haben. Und auch der Ort, an dem jetzt wenige von uns hier sind, nämlich das Medico-Haus, ist als ein solcher Ort des kritischen Denkens zu erhalten. Und auch das gäbe es nicht ohne den Mut und auch das Wagnis, das Thomas eingegangen ist, so ein riesiges Projekt mit in Angriff zu nehmen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt einen Vortrag hält und freue mich auch im Namen von der Geschäftsführung von Medico und auch allen Angestellten hier auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Jetzt hast du das Wort. Ja, vielen Dank, Anne. Jetzt bin ich fast schon gerührt und muss jetzt aber zu dem Vortrag finden, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Ich würde gerne dazu noch was sagen, aber das spare ich mir dann auf, wenn wir tatsächlich mal irgendwann vielleicht uns begegnen können in einem großen Fest.
Wir haben ja die letzten Tage gehört, dass das Krisengeschehen, das sich in den zurückliegenden Jahrzehnten aufgewickelt hat, sehr vielschichtig ist. Es kommt aber nicht nur in einer bedrohlich voranschreitenden Zerstörung der menschlichen Lebenswelten zum Ausdruck, sondern auch in dem Versagen der politischen Systeme, dem Zerstörungsprozess Einhalt zu gebieten. Millionen von Menschen befinden sich auf der Flucht. Bürgerkriegsähnliche Zustände aller Orten, Dürrekatastrophen, Hungersnöte, Seuchen und all das, ohne dass es nachhaltige Veränderungen auch nur in Sicht wären. Im Gegenteil, statt auf globale Initiativen zu drängen, suchen mehr und mehr Regierungen den Ausweg in nationalen Alleingängen. Die Vorstellung, sich in einer aus den Fugen geratenen Welt auf kleine Wohlstandsinseln zurückziehen zu können, mag verführerisch sein, aber führt in die Irre. Die Lebenswelten der Menschen, so unterschiedlich sie im globalen Vergleich sein mögen, sind mittlerweile so vielfältig miteinander verstrengt, dass Krisenbewältigung nicht im nationalen Rahmen gelingen kann. Bei allen kulturellen Unterschieden, die wir heute weltweit sehen, treffen wir weltweit auf gleiche Produktions- und Konsumverhältnisse, auf den Zwang zur Lohnarbeit, auf Telenovellen, auf Softdrinks, auf Mobiltelefone, global vernetzte Wirtschaftsprüfer, auf Anwaltskanzleien, Sicherheitsdienstleister und nicht zuletzt auf einen nur noch instrumentell vernünftigen Wissenschaftspragmatismus. Die Weltgesellschaft, von der es im Titel heißt, dass sie im Kommen sei, ist eigentlich längst da. Allerdings nicht als harmonisch geeinte, wie das in manchen weltfremden Fantasien aufscheint, sondern durchzogen von Macht und tiefen sozialen Gegensätzen bis hin zu brutalen Ausschlüssen. Mit der globalen Entfesselung des Kapitalismus ist die Welt zu einem einheitlichen System, einem einheitlichen ökonomischen System, muss ich präzisieren, integriert worden, ohne dass zugleich jene politischen und rechtlichen Institutionen entstanden wären, die allen die gleiche Teilhabe sichern könnten. Internationale Abkommen regeln heute den freien Kapital- und Warenverkehr, nicht aber den Schutz der Gesundheit der Menschen, nicht eine wirksame Bekämpfung des Hungers und nicht das Recht auf Freizügigkeit. Auf bemerkenswerte Weise ist die Globalisierung unvollendet geblieben. Nicht alle wurden gleichermaßen integriert und viele sind im Zuge der Integration gänzlich ausgeschlossen worden, so paradox das klingt. Die weltgesellschaftlichen Verhältnisse heute politisch und rechtlich zu gestalten, das ist die große Aufgabe, die vor uns liegt, und darüber will ich nun reden. Werfen wir zunächst einen Blick auf die bestehenden Ansätze internationaler Politik. Zum Beispiel auf die Vereinten Nationen, die noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges 1945 entstanden sind. Nie wieder sollten die Verhältnisse der Welt gewaltförmig eskalieren, endlich das Recht auf ein würdiges Leben für alle Menschen verwirklicht werden. Gemessen an den großen Erwartungen herrscht heute eher Ernüchterung. Die Hoffnungen vagabundieren in den Trümmern der UN, so die drastische Zusammenfassung meines Freundes Jean Ziegler, der vorgestern hier sprach. Schauen wir genauer hin, wird klar, warum die Hoffnungen ihren Ort verloren haben. Der Bedeutungsverlust der UN hat in dem Maße zugenommen, wie die Nationalstaaten selbst erodierten. Genauer, wie sie Teile ihrer Gestaltungsmacht einbüßten, als sie sich dem Diktat einer global entfesselten Ökonomie unterwarfen. Zu keiner Zeit waren die UN jene demokratische Repräsentanz der Weltgesellschaft, für die sie mitunter gehalten wurden. In den Gremien der UN kommen nicht die Bevölkerung der Welt zusammen, sondern Vertreterinnen von Nationalstaaten, darunter mächtige und weniger mächtige, darunter ein paar, die vielleicht demokratisch konstituiert sind, viele, die autokratisch geführt werden und zuletzt eine wachsende Zahl von sogenannten gescheiterten Staaten. Sie alle mögen sich hin und wieder auf die Universalität der Menschenrechte beziehen, drängen im politischen Alltag aber auf die Durchsetzung höchst eigennütziger Interessen und sei es nur der Erhalt der Macht der jeweils Regierenden. Wie wenig die Menschenrechte zählen, zeigt sich an der fast schon marginalen Bedeutung des UN-Wirtschafts- und Sozialrates. Der war bei der Gründung der UN gleichbedeutend mit dem Sicherheitsrat eingerichtet worden. Doch während der Sicherheitsrat eigentlich nur im Notfall aktiv werden sollte, verband sich mit dem
Wirtschafts- und Sozialrat die Erwartung, für das Fundament eines friedlichen Zusammenlebens zu sorgen, für soziale Gerechtigkeit. Fragen Sie mal heute einen Politiker im Bundestag oder vielleicht in anderen Regierungen. Viele haben von dem Wirtschafts- und Sozialrat noch nie gehört. Von der Weltgesundheitsorganisation, da mögen Sie vielleicht gehört haben, aber wie sie funktioniert und warum sie heute so schwach ist, das wissen nicht viele. Auch die WHO 1946 als zentrale Autorität für die internationale Gesundheitsarbeit eingerichtet, kommt nicht die Welt zusammen, sondern die Vertreterinnen der Mitgliedsländer. Und die haben schon in den 1980er Jahren damit begonnen, die Handlungsfähigkeit der WHO systematisch einzuschränken. Vor allem die mächtigen Industrieländer wollten vermeiden, dass die WHO ihren Auftrag ernst nehmen und für einen wirksamen Nord-Süd-Ausgleich sorgen könnte. In Sonntagsreden bezog man sich dann zwar weiterhin gerne auf das Recht auf Gesundheit, sorgte aber in der Praxis für die Zementierung von Produktions- und Konsumverhältnissen, die alles andere als gesundheitsfördernd sind. Abseits der Weltgesundheitsorganisation wurden sogenannte Public-Private Partnerships eingerichtet, die sich fortan um die Steuerung wichtiger globaler Gesundheitsfragen, etwa die Versorgung der Welt mit Impfstoffen, kümmern sollten. Das Besondere dieser Public-Private Partnerships ist, dass die Industrie nun nicht mehr nur mittelbar in der Lobby sitzt, sondern ganz offen am Verhandlungstisch. Doch damit nicht genug. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit besiegelte das Generalsekretariat der Vereinten Nationen im Juni 2019 eine strategische Partnerschaft mit dem Davoser Weltwirtschaftsforum, um, wie es heißt, die 2015 beschlossene UN-Agenda der nachhaltigen Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals, voranzubringen. Privilegierter Partner der Weltorganisation wurde nicht das periodisch tagende Weltsozialforum, in dem Vertreterinnen aus sozialen Bewegungen, Kirchen, Gewerkschaften, lokalen und transnational vernetzten Aktivisten auf eine andere, eine solidarische Welt drängen, sondern jener elitäre Zusammenschluss von Vertreterinnen aus Wirtschaft und Politik, die an der eingetretenen sozialökologischen Verwüstung der Welt maßgeblichen Anteil haben. Es stimmt, dass zur Umsetzung der SDGs große Anstrengungen und viel Geld notwendig sind. Aber lässt sich die Welt wirklich retten über die Intensivierung einer Produktionsweise, die längst an ihre planetarischen Grenzen gestoßen ist? Genau das fordern die Ausführungsbestimmungen der UN-Agenda. Nicht durch eine gerechte Verteilung der bestehenden Ressourcen sollen die Ziele erreicht werden, sondern durch Wirtschaftswachstum, für das die Länder jeweils selbst zu sorgen haben. In der Frage, wie Sie das vielleicht könnten, wird Ihnen künftig dann ein privater Club von führenden Konzernchefs und Wirtschaftslobbyisten zur Seite stehen, die gewohnt sind, Problemlösungen allein im Kontext von Kapitaleinsatz und unternehmerischem Management zu planen. Mir kommt es so vor, als bitte man die Brandstifter nun auch noch, das Löschwasser zur Verfügung zu stellen. So jedenfalls kann die Idee einer Global Governance, einer Weltinnenpolitik ohne Weltregierung, so wie es damals gedacht war, nicht funktionieren. Die war in den 90er Jahren als Alternative zur neoliberalen Globalisierung ins Spiel gebracht worden. Zu ihren Schwächen zählt, dass sie die strukturellen Ursachen von Armut und Abhängigkeit, die real existierenden Machtverhältnisse, die Klassen- und Geschlechtergegensätze weitgehend ausblendet. Das zeigt sich auch in dem an sich sympathischen Motto Leave No One Behind, das auch der SDG-Agenda voransteht. Es suggeriert letztlich, dass Menschen nicht ausgebeutet, nicht systematisch diskriminiert, sondern nur vernachlässigt werden. Ergo, dass es nicht um die Bekämpfung bestehender Machtverhältnisse und der daraus resultierenden strukturellen Gewalt gehen müsse, sondern nur um das Abmildern bestehender Missstände durch effizienteres Management, ein paar Millionen mehr Entwicklungshilfe mit Resilienz und anderen affirmativen Anpassungsprogrammen, zum Beispiel dem Erlernen unternehmerischer Geschäftspraktiken, im Fachjargon Financial Literacy genannt. Krisen aber lassen sich niemals mit demselben Denken bewältigen, das sie verursacht hat.
Solange Wachstums- und Wettbewerbsorientierung, deregulierte Märkte und technologische Fortschrittsparadigmen als quasi naturwüchsige, unveränderbare Grundlagen jeder Vergesellschaftung gelten, wird die Zerstörung der brasilianischen Regenwälder ebenso weitergehen wie die Ausbeutung von asiatischen Textilarbeiterinnen und die Zurückweisungen von Flüchtlingen aus Afrika an den EU-Außengrenzen. Die Blindheit gegenüber dem fundamentalen Widerspruch zwischen dem, was als Gemeinwohl der Menschheit, als gesellschaftliche Vernunft bezeichnet werden könnte, und der kapitalistischen Vergesellschaftung, das ist auch der Grund, warum die zuletzt gepriesenen Multi-Stakeholder-Ansätze scheitern müssten. Vordergründig klingt die Idee nicht schlecht. Alle, die von politischen Prozessen betroffen sind und in diesem Sinne Anteil haben, also Stakeholder sind, sollen in der Entscheidungsfindung mitwirken. Neben Regierungen auch Vertreterinnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, so die Theorie. In der Praxis sieht es allerdings ganz anders aus. Da sind es höchst ungleiche Partner, die da zusammenkommen. Mächtige Konzerne, nicht selten vertreten durch hochbezahlte Anwaltskanzleien, Politikerinnen, die vielleicht Sympathie für das Menschenrecht äußern, aber dann immer dem ökonomischen Diktat folgend auf Sachzwänge verweisen, einflussreiche Philanthrokapitalisten, ohne deren Zuwendung offenbar nichts mehr geht, und schließlich auch ein paar zivilgesellschaftliche Akteure, die dem Ganzen einen partizipativen Anstrich geben sollen. Wer aber vertritt denn die Zivilgesellschaft? Sind das international aufgestellte NGOs, die längst eigene Interessen verfolgen? Oder lokale Graswurzelinitiativen und soziale Bewegungen? So undurchsichtig das Zustandekommen der Multi-Stakeholder-Treffen ist, so selbstbewusst präsentieren sich deren Profiteure, die Vertreterinnen der Wirtschaft. Mehr und mehr sind es heute weltweit operierende Kapitalgesellschaften, Hedgefonds, transnationale Multis und Handelsketten, die die politische Agenda bestimmen. Die naive Idee, über eine freiwillige Kooperation von höchst unterschiedlichen Akteurinnen, zugespitzt formuliert von Tätern und Opfern, Weltinnenpolitik betreiben zu können, die hat Tür und Tor für die heute drohende Dystopie einer Governance der Konzerne geöffnet. Derart wird sich das Ziel einer demokratisch verfassten Weltgesellschaft eher verflüchtigen als konkretisieren. Darauf verweisen auch die enger werdenden Handlungsspielräume von Menschenrechtsaktivisten in aller Welt. Noch sind die Zustände in den Ländern des Südens sehr viel extremer, der Rechtsbruch dort um einiges flagranter und ungesühnter. Und noch schützt uns hierzulande eine über die letzten beiden Jahrhunderte erkämpfte, ein über die letzten beiden Jahrhunderte erkämpftes Verfassungsrecht. Es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass solche an Nationalstaaten gekoppelte Verfassungen von Dauer sind, wenn die kapitalistische Vergesellschaftung der Welt weiterhin unwidersprochen bleibt. Die Welt steht heute am Scheideweg. Sie wird entweder weiter dem ökonomischen Kalkül ausgeliefert bleiben und damit auch weiter zerfallen, oder sie wird den Weg zu einer solidarischen Weltgesellschaft finden, in dem die Menschenrechte einen von wechselseitiger Solidarität und Selbstbestimmung bestimmten gesellschaftlichen Rahmen bekommen. Genau das ist mit Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gemeint, die allen eine soziale und internationale Ordnung verspricht, in der die Menschenrechte verwirklicht sind. Es ist höchste Zeit für eine radikale Umkehr, die einem emanzipatorischen Verständnis von Gesellschaft zur Geltung verhilft. Und darüber will ich nun im zweiten Teil meines Vortrags sprechen. Die Corona-Krise hat vielen die Augen geöffnet. Selbst hartgesottene Neoliberale mussten erkennen, dass die Gestaltung intakter Gemeinwesen eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist, die nicht allein den Kräften des Marktes überlassen werden kann. Mit einem Mal schienen Solidarität und Gemeinwohl wieder etwas zu bedeuten. Aber Vorsicht! Schauen wir genauer hin, sieht das Ganze weniger rosig aus. Obwohl von Anfang an klar war, dass das Coronavirus seine Schrecken erst verlieren würde, wenn es überall auf der Welt bekämpft ist, fiel das internationale Engagement eher bescheiden aus. Anders als in den wohlhabenderen Ländern, in denen Kurzarbeitergeld und andere Beihilfen gezahlt wurden, blieben die Menschen im globalen Süden weitgehend sich selbst überlassen.
Der Appell zur Solidarität, der hierzulande ertönte, zielte fast nur auf die eigene Bevölkerung. Gefragt war die Solidarität zwischen Jung und Alt, die Solidarität in der Nachbarschaft und mit den Frauen an den Supermarktkassen. Leiser wurde es hingegen, wenn es um den Schutz der zu uns Geflüchteten ging. Gänzlich ungehört blieb der Vorschlag des UN-Weltentwicklungsprogramms, 3 Milliarden Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika ein Grundeinkommen zu zahlen, damit auch sie die empfohlenen Hygienemaßnahmen einhalten könnten. Das klingt nach viel Geld. Doch allein das vorübergehende Aussetzen des Schuldendienstes hätte ausgereicht, um ein solches Projekt zu finanzieren. Warum eigentlich tun wir uns mit globaler Solidarität so schwer? Warum das Feilschen um ein paar mehr Impfdosen, wenn Produktionsengpässe publik werden? Warum die Klage über die Briten, die angeblich mehr bekommen? Warum solche nationalistischen Ressentiments, wo der eigentliche Skandal doch darin besteht, dass sich die Weltgesundheitsorganisation mit 40 Millionen Impfdosen für die Versorgung von 4 Milliarden Ärmsten der Armen begnügen soll? Der unwürdige Kampf um die relativen Privilegien zeigt, wie tief die Ideologie der kapitalistischen Lebensform bereits in den Köpfen der Menschen verankert ist. Nicht Solidarität, sondern Konkurrenz, nicht das universelle Recht, sondern das Pochen auf mein eigenes Recht charakterisieren diese Ideologie, die, so scheint es, durch die bestehenden sozialen Ungleichheiten eher noch verfestigt als in Frage gestellt wird. Die Lage mag ungerecht sein, hört man dann, aber sie sei eben alternativlos. Ja, und das wird sie auch bleiben, solange die Demoralisierung von Menschen im öffentlichen Diskurs anhält und wir nicht beginnen, Solidarität über alle Grenzen hinweg neu zu denken. Das ist jetzt rasch gesagt, steckt aber voller Fragen. Was heißt denn eine solidarische Weltgesellschaft konkret? Wo kann die Rekonstruktion der Weltgesellschaft ansetzen? Wie kommen wir mit dem prekären Umstand zurecht, dass uns solche Fragen zwar tendenziell überfordern, wir aber nicht warten können? Was ist zu tun, um das Bewusstsein der Leute für die Bedeutung einer demokratischen und solidarischen Weltgesellschaft zu fördern? Die Gründe, warum dieses Bewusstsein heute so wenig ausgeprägt ist, sind gewiss vielfältig. Ich will einen, der mir wichtig erscheint, kurz erwähnen. Ich beziehe mich darauf auf die Gedanken des Literaturwissenschaftlers Georg Lukács, der bereits vor 100 Jahren überzeugend dargelegt hat, wie der Kapitalismus die Menschen aus ihren traditionellen Sinnbezügen wie Religion, Familie und Klasse herausgerissen und einsam gemacht hat. Das, was ihnen einen neuen Halt und neue affektive Bindungen hätte geben können, nämlich eine solidarische, ihre Würde schützende demokratische Gesellschaft, aber konnte nicht entstehen, weil sie der Logik des Kapitalismus widersprach. In dieser Logik steht eben im Zentrum nicht das Gemeinwohl, sondern die Konkurrenz, nicht der Halt, nicht haltbietende soziale Bindungen, sondern möglichst flexible Menschen, nicht befreites, sondern verdinglichtes Leben. Lukács sprach in diesem Zusammenhang von einer transzendentalen Obdachlosigkeit. Und ich finde, diese Beschreibung ist sehr treffend und sie scheint mir genau das zu sein, was uns heute so sehr zu schaffen macht. Gerade hier zeigt sich ja auch die Ungeheuerlichkeit des neoliberalen Dogmas »There is no such a thing as society«, die Aufkündigung von Gesellschaft. Über die systematische Diffamierung alles Sozialen hat der Neoliberalismus die Menschen sozusagen vollends obdachlos gemacht. Im übertragenen Sinne, versteht sich, aber Millionen von Menschen auch im Wortsinne. Die Verunsicherungen, die mit diesem Verlust einhergehen, sind enorm. Und sie sind mit dem bisherigen Globalisierungsverlauf nur noch größer geworden. Ich finde es nicht verwunderlich, wenn Menschen, denen permanent hochfliegende narzisstische Ideale vermittelt werden, aber die kaum noch Einfluss auf die Gestaltung ihrer unmittelbaren Lebenswelten haben, wenn Menschen das verspüren, was ich das Unbehagen in der Globalisierung nenne. Ein Unbehagen, das auf Kompensation drängt, die es allzu oft nur in verzerrter Form findet, etwa in der Renaissance nationalistischer Bewegung und der Zunahme rassistischer Haltungen. Selbstverständlich gilt es, die heute entschlossen zu bekämpfen, aber es gilt auch zu verhindern, dass solche wahnhafte Verzerrungen weiteren Zulauf finden. Menschen glauben an das, was sie spüren, so Rita Segato gestern. Nehmen wir diesen Satz ernst, dann muss es heute darum gehen,
eine Idee eines Nicht-Autoritären, eines emanzipatorischen Obdachs für alle spürbar zu machen. Als eine globale Gesellschaftlichkeit, in der die individuellen Freiheitsrechte ebenso wie die sozialen Sicherheitsbedürfnisse garantiert sind. Gesellschaft ist eben keine lässliche Größe. Sie ist auch nicht nur ein soziales System aus Normen und Werten, die sich immer wieder selbst reproduzieren, wie es die Systemtheorie sah. Gesellschaft ist vielmehr eine soziale Praxis, die von Menschen gestaltet und verändert wird und dabei immer auch umkämpft ist. Gesellschaften existieren nicht jenseits der tätigen Teilhabe von Leuten. So gesehen, so gelten auch die Menschenrechte auch nur dann etwas, wenn wir sie uns gegenseitig garantieren und über einen sozialen Ausgleich auch materiell unterfüttern. Nur dort, wo auf demokratischem Wege geschaffene und demokratisch kontrollierte gesellschaftliche Institutionen für eine alle zugängliche Daseinsvorsorge sorgen, können Menschen das Recht auf Bildung und Gesundheit auch geltend machen. Und nur wo wir gesellschaftliche Sanktionsmöglichkeiten schaffen, können auch Rechtsverletzungen wirksam eingeschränkt werden. Vor diesem Hintergrund wird der prekäre Zustand, in dem sich die heutige Weltgesellschaft befindet, deutlich. Es ist beschämend zu sehen, wie viel politische Energie zuletzt investiert wurde, um nur einem Aspekt von Gesellschaft, dem der Ökonomie, zu dienen, ihn zu globalisieren, während die anderen Funktionsbereiche von Gesellschaft, nämlich die des Rechts und der Politik, kaum Beachtung gefunden haben und heute auf fatale Weise hinterherhinken. Darum aber muss es nun gehen. Wenn wir die Renaissance nationalistischen Denkens und Handelns wirksam bekämpfen wollen, muss sich das ändern. Was wir brauchen, ist eine Antwort, wie eine nicht-autoritäre, eine emanzipatorische Gesellschaft über alle Grenzen hinweg aussehen könnte, zumindest in ihren Grundzügen. Wohlgemerkt, es geht nicht um die Schaffung eines Weltstaates und schon gar nicht um die Intronisierung einer Weltregierung, sondern darum, die bestehende Weltgesellschaft so zu gestalten, dass die entfesselten Globalisierungskräfte wieder unter Kontrolle gebracht werden können. So notwendig moralische Entrüstung ist, mit Empörung alleine wird das nicht gelingen. Um Menschen mobilisieren zu können, bedarf es auch einer mitreißenden Vorstellung, wie eine andere Welt aussehen könnte, die befreites Leben ermöglicht. Und es bedarf einer Strategie, wie diese zu erreichen sei. Beides ist keineswegs gegeben. Ja, es gibt kosmopolitische Ideen und die sind noch neu und sie sind auch umstritten. Achille Bembe hat mit seiner Kritik an dem kantianischen Kosmopolitismus heute Morgen von der Notwendigkeit gesprochen, den Kosmopolitismus um eine post-eurozentristische Vision zu ergänzen. Das gilt womöglich auch für die Menschenrechte, die nicht wenigen Menschen im globalen Süden als Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln gelten. Schauen wir genauer hin, sind es aber nicht unbedingt die Menschenrechte, die zu kritisieren werden, sondern deren Missbrauch. Bekanntlich schert sich der mächtige globale Norden wenig um die Menschenrechte, wenn er eigene Interessen durchsetzen möchte. Und er führt sie gerne ins Feld, wenn die bestehende Weltordnung durch militärische Operationen stabilisiert werden soll. Dieser Missbrauch wird so lange anhalten, wie Politik nicht über alle Grenzen hinweg an das Recht gebunden wird. Der Vorwurf, Kosmopolitismus sei eine Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln, aber ist dann zutreffend, wenn die bestehenden Produktions- und Herrschaftsverhältnisse konstant gesetzt werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen Kosmopolitismus im Sinne einer gemeinsamen Ethik der Welt. Und die meint nicht das Oktroyieren eines Gesellschaftsmodells, das keine Vielfalt mehr zuließe, sondern drängt auf die Disziplinierung der bestehenden kapitalistischen Lebensform, die allerdings längst dabei ist, alle Menschen gleichzuschalten. Wenn wir die Horrorvision einer autoritären Weltregierung, wie sie Hollywood inzwischen hinreichend ausgemalt hat, vermeiden wollen, dann geht es um die Schaffung vieler selbstbestimmter Lebenswelten, die einen von Solidarität und demokratischer Selbstbestimmung getragenen gemeinsamen gesellschaftspolitischen Rahmen haben. Das ist die Essenz des bereits erwähnten Artikels 28 der Menschenrechtserklärung. Sie bedeutet heute nichts anderes, als die Freiheitsrechte mit dem Bedürfnis nach sozialer Sicherung in eine Balance zu bringen, und zwar über alle Grenzen hinweg.
komme zum Schluss. Radikale Veränderungen gelingen nicht von heute auf morgen. Was aber hindert uns daran, schon heute damit anzufangen? Der Geist der Globalisierung ist längst aus der Flasche. Die Hoffnung, ihn in Wohlstandsinseln oder über nationale Abschottung wieder einfangen zu können, ist absurd. Nicht das Zusammenrücken der Welt ist das Problem, sondern der prekäre, von massiven sozialen Verwerfungen geprägte Zustand, in dem sich die Weltgesellschaft heute befindet. Schauen wir aber dann genauer hin, dann entdecken wir aber auch das Gegenteil. Wir entdecken Lebensformen, die nicht herrschaftlich verdinglicht sind. Wir entdecken Projekte und politische Praxen, die Alternativen nicht nur behaupten, sondern bereits leben. Wir treffen auf Menschen, die sich in lokalen Wirtschaftskreisläufen der kapitalistischen Vergesellschaftung verweigern, die sich für eine sozialökologische Wende stark machen, die genossenschaftlich betriebene Höfe und Unternehmen aufgebaut haben, kommunale Bürgerhaushalte mit Leben füllen, für Kulturzentren arbeiten, Begegnungen mit Geflüchteten organisieren, gegen den Waffenhandel Sturm laufen, sich für LGBT-Rechte streiten, etc. Das ist alles richtig, das ist alles wichtig und gut. Und doch leidet ein solches Engagement mitunter darunter, dass es nicht aufeinander bezogen ist und sich so auch nicht als Teil eines gemeinsamen Drängens auf Veränderungen begreifen kann. Ich bin in den zurückliegenden Jahren immer wieder auf lokale Initiativen und Projekte gestoßen, die alle wunderbar sahen, die aber nebeneinander existierten, ohne dass sie auch nur voneinander gewusst hätten. Die von Umweltaktivisten mit einigem Erfolg praktizierte Strategie, global denken, lokal handeln, wartet noch immer darauf, auf die soziale Frage ausgeweitet zu werden. Gewiss, es gibt allgemeine Wertorientierung, wie Demokratie, wie soziale Gerechtigkeit oder Freizügigkeit. Aber wie diese heute im transnationalen Raum zu konkretisieren werden, darüber herrscht noch immer wenig Klarheit. Wir wissen, dass sich das Drängen auf demokratische Rechte heute nicht mehr nur die Verteidigung der Errungenschaften im eigenen Lande vornehmen darf, sondern deren Ausweitung ins Globale erfordert. Aber was bedeutet eigentlich globale Demokratie? Spätestens hier wird deutlich, dass Demokratie einen utopischen Charakter hat. Sie beschreibt eine Utopie freilich, die nicht in eine ferne Zukunft vertagt werden muss, sondern bereits heute angegangen werden kann. Beispielsweise mit globalen Versammlungen zivilgesellschaftlicher Akteurinnen, die über die Grundlagen einer Weltverfassung beraten. Ja, eine solche globale Verfassung, mit der die großen Rechtsrevolutionen des 18. Jahrhunderts, die amerikanische und die französische, ins Globale erweitert werden würden, die scheint mir eine der Voraussetzungen dafür zu sein, dass politisches Handeln an allen Orten der Welt an das Recht, basierend auf einer gemeinsam entfalteten, gemeinsamen Ethik, binden zu können. Und das muss keine Utopie bleiben. Denn dass solches globales Recht selbst jenseits formeller Staatlichkeit gelingen kann, dafür hat zum Beispiel die Open Source Community mit Regeln, die über alle Grenzen hinweg Beachtung finden, erste Hinweise geliefert. Auch die kürzlich in Zürich eingeführte Zürich City Card weist in diese Richtung. Viele Jahre haben Züricher Bürgerinnen dafür gekämpft, dass alle in Zürich wohnenden Menschen einen offiziellen Ausweis haben, ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Aufenthaltsstatus. Seit Herbst letzten Jahres können sich nun auch Menschen ohne Papiere gegenüber lokalen Ordnungsbehörden ausweisen, Verträge schließen, Wohnungen mieten und Beihilfe in Anspruch nehmen und Bibliotheken sowie andere Einrichtungen der sozialen Infrastruktur nutzen. Das Recht, Rechte zu haben, ist in Zürich nicht mehr an eine nationalstaatliche Zugehörigkeit gebunden. Ich finde, ein großartiger Schritt hin zu einer solidarischen Weltgesellschaft. Aber auch über die Fortschreibung des herkömmlichen Völkerrechts ließe sich der zerstörerische Prozess der Gegenwart in den Griff bekommen. Zurückliegende globale Verrechtlichungen, etwa die Durchsetzung des Artenschutzabkommens, die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs, das Verbot von Landminen, sie haben alle gezeigt, was dabei zu beachten ist. Sie wären ohne öffentlichen Druck nicht zustande gekommen. Immer waren es transnationale Bewegungen, die schließlich jene Kraft entfaltet haben, die nationalstaatlich verfasste Regierungen zum Einlenken gezwungen haben. Auf dieses erfolgreiche Zusammenwirken von globalem und lokalem Handeln wäre heute wieder hinzuweisen, daran anzuknüpfen. So zum Beispiel mit dem Ziel eines völkerrechtlich bindenden
Abkommens, das transnationale Konzerne auf die Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Oder, und durchaus ergänzend dazu, mit dem Ziel der Einrichtung eines internationalen Menschenrechtsgerichtshofes, den gibt es nämlich nicht, der Opfern von Menschenrechtsverletzungen die Möglichkeit geben würde, als eigenständige Rechtssubjekte Klage gegen verursachende ausländische Mächte, so auch weltweit tätige Konzerne zu führen. Aber noch etwas ist aus den bisherigen Erfahrungen mit internationalen Abkommen zu lernen. Sie sind wenig wert, wenn sie nicht wirksamen Sanktionsmöglichkeiten einhergehen und nicht zugleich auch für die Bereitstellung jener Mittel sorgen, die zu ihrer Umsetzung erforderlich sind. Und es mangelt ja nicht an Ressourcen, um die Welt sozial gerecht zu gestalten. Die Welt schwimmt förmlich im Geld. Aufgrund einer verfehlten Steuerpolitik ist es nur nicht dort, wo es gebraucht wird. Längst wäre es möglich, ein universelles Grundeinkommen einzuführen, ebenso einen internationalen Gesundheitsfonds, eine Art globalen Bürgerinnenversicherung, die mit der allen Menschen an allen Orten der Welt und unabhängig von ihrer Kaufkraft der Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung ermöglicht würde. Ein solcher Gesundheitsfonds würde übrigens keinen aufgeblähten Verwaltungsapparat verfordern, sondern lediglich eine vertragliche Grundlage, wie die wohlhabenden Länder dazu verpflichtet werden, auch für die Gesundheitsbedürfnisse der Ärmeren einzustehen. So etwa wie es im deutschen Länderfinanzausgleich seit Jahrzehnten praktiziert wird, basierend auf eben der Idee einer wechselseitigen Solidarität. Auch im deutschen Länderfinanzausgleich sind frühere Empfänger heute Geber geworden. Die Radikalität solcher Ansätze liegt womöglich nicht in der einzelnen Forderung, aber gebündelt in einem strategischen Konzept und verdichtet in einer umfassenden Programmatik, die sich nicht in Allgemeinplätzen verliert und auch nicht in die Falle affirmativer Anpassung läuft, können sie die Kraft entfalten, die zur Bekämpfung der herrschenden strukturellen Gewalt nötig ist. Zuversichtlich stimmt mich dabei der zuletzt immer lauter gewordene weltweite Aufschrei gegen Waffengewalt, Klimazerstörung und Rassismus, der vor allem von jüngeren Generationen getragen wird. Über alle Grenzen hinweg wächst hier eine unabhängige Öffentlichkeit, die einen neuen, einen demokratisch verfassten Multilateralismus vorantreiben kann. An Mobilisierungsmacht jedenfalls fehlt es den neuen Bewegungen nicht. Und vielleicht liegt darin ja auch der Ausweg aus der Krise. Die Verständigung auf eine solidarische Globalisierung von unten. Was spricht dagegen, die Idee des UN-Wirtschafts- und Sozialrates, von dem ich anfangs gesprochen habe, vom Kopf auf die Füße zu stellen? Zum Beispiel, indem sich aller Orten Menschen zusammenfinden, um bereits im Lokalen auf die Demokratisierung von wirtschaftlichen Zusammenhängen zu drängen. Was spricht gegen die Bildung öffentlicher Gesundheitsforen, die das leisten, was in den bürokratisch-ökonomischen Apparaten nicht mehr gelingt, nämlich denen eine Stimme zu geben, um deren Gesundheit es geht? Demokratie lebt von zivilgesellschaftlicher Gegenmacht. Und dies in einem doppelten Sinne. Eine starke, sich selbstbewusste Öffentlichkeit ist notwendig, um demokratische Verfahren und Institutionen durchzusetzen. Sie wird aber auch gebraucht, um darüber zu wachen, dass die so geschaffenen Institutionen sich nicht wieder verselbstständigen. Wenn wir aus einer emanzipatorischen Perspektive heraus überhaupt von Good Governance reden wollen, dann nur im Zusammenhang der Schaffung von Ermöglichungsstrukturen, die es allen Menschen überall auf der Welt erlauben, ihre Lebenswelten selbstbestimmt gestalten zu können. Weltgesellschaft im Kommen meint also nicht die disziplinierende Vereinheitlichung allen Lebens, sondern gerade das Ermöglichen von Vielfalt. Gesellschaft ist das, was wir als Menschen gemeinsam haben. Und sie ist zugleich die Kraft, die allen den Weg zu einem befreiten Leben eröffnen kann. Es geht um die Schaffung jenes gemeinsamen Grundes, auf dem die Begegnung freier Menschen gelingen kann. Vielen Dank.